Sorero, das ist also hier, pass auf, dieses kleine Bildstück. Wir fangen ja gleich jetzt, das nennen wir mal den Teil 2 zu dem letzten Selbstgespräch. Dieser kleine Ausschnitt, den habe ich jetzt rauskopiert aus einem Mathebuch, einem 50 Jahre alten Mathebuch. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht Mathematikbuch, sondern Mathebuch. Das ist ein 1000 Seiten Schmöker, wo hier eigentlich eine Zusammenfassung ist von allen arithmetischen Berechnungen, ob jetzt das die Geometrie ist, die klassische Arithmetik ist, die Stochastik ist, alles, was man hier praktisch mit Zahlen berechnet, gehört ja auch die Geometrie dazu, was ein Eigenbereich ist. Und ich nenne jetzt das nicht ein Mathematikbuch, weil da haben wir ja den Mathikus hinten dran, den Dummkopf, den Bohr, sondern bloß Mathe, gelerntes Wissen, Bezug auf irgendwelche Sachen, wo man berechnet. Okay? Und was jetzt sehr interessant ist, pass auf, dieses kleine Beispiel, da geht es um Pythagoras, wie man Pythagoras in der Praxis anwendet, und ich kann jetzt wieder zu dem Geist, der sich jetzt den Udo und den Redo ausdenkt, der sich dieses Gespräch ausdenkt, nur sagen: Das Schlimmste ist, wo du sagst, das interessiert mich nicht, dann sperrst du dich schon in ein spezielles persönliches Wissen ein, du wirst dich nie geistig erweitern. Und auch vor allem zu sagen, das verstehe ich nicht. Was jetzt interessant ist, wenn du mit den Tierchen in deinem Traum, die du Menschen nennst, experimentierst, ist es ein wunderschönes Beispiel hier mal zu zeigen, was im Argen liegt. Ich behaupte jetzt als erstes, diese Berechnung, die ich dir jetzt dann gleich zeigen werde, jeder von dir jetzt ausgedachte Mensch, normal gedacht, 11 Jahre alt, in der Schule, in Mathe, ein befriedigendes Ausreichend. Okay? Kann dir das, was ich jetzt frage, sofort sagen, wenn er da unmittelbar drin steckt. Das heißt also, wenn du in der normalen Volksschule in Mathe ein befriedigendes Ausreichend 3 bis 4 hast, hast du kein Problem, das, was ich jetzt fragen werde, mir sofort innerhalb von 30 Sekunden eine Antwort zu geben. Gut, mit einem 5er oder mit einem 6er schaffst du es nicht, aber wenn du befriedigendes Ausreichend in Mathe hast, wohlgemerkt Volksschule, so 6. Klasse, 11 Jahre, 12 Jahre alt. Und jetzt ist es interessant, wenn wir uns jetzt Menschen ausdenken, ich behaupte jetzt, dass wenn du auf die Straße gehst, in einen Supermarkt gehst, in eine Bäckerei reingehst und du stellst diese Frage dem Menschen, dass 80 bis 90% Fragezeichen auf die Augen haben. Die erste große Erkenntnis ist zuerst einmal, warum ist das so? Offensichtlich muss man was lernen, was man, während man das gelernt hat, unmittelbar in dem Zeitraum, den wir uns jetzt ausdenken, wo du das gelernt hast, ist es noch präsent und man vergisst es wieder, weil man es im praktischen Leben nicht braucht. Wenn natürlich jetzt einer Techniker oder Ingenieur ist, der lächelt darüber bloß. Aber wie viel Prozent der Menschen sind Techniker und Ingenieure? Das wäre jetzt ein Thema, das können wir ausbreiten, aber worum es mir geht, ich mache im Hintergrund, am Ende mache ich ein Bonbon, das praktisch das ganze naturwissenschaftliche Weltbild, das wir uns ausdenken, zerstört. Das ist in dieser kleinen Gleichung mit drin und darüber gibt es auch nichts zu diskutieren. Ich sage immer wieder, ich bin der Erste, wir reden hier nur von Fakten, wo jedes Kind nachvollziehen kann. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz auf diese Rechnung ein. Das ist jetzt ein Rechenbeispiel und zwar versucht man hier in einem praktischen Beispiel, in einer Textaufgabe, wie man das so schön nennt, glaube ich, in der Schule, Pythagoras zu erklären. Man muss Folgendes ausrechnen, das heißt, da ist ein Schiff, das heißt, um die Meerestiefe zu messen, wird das Echolot benutzt. Der Schallerreger befindet sich in A, der Schallempfänger in B. Das ist dieses Boot, wir haben hier einen Schallerreger, also einen Sender und hier haben wir einen Empfänger. Die Schiffsbreite beträgt 16 Meter. Das sind da unten die 16 Meter, der Schall pflanzt sich mit im Wasser mit einer Geschwindigkeit von 1510 Meter in der Sekunde fort. Das Schiff ruht während der Zeitmessung, dass wir hier praktisch ein statisches Bild haben. Wie groß ist die Wassertiefe für einen Zeitunterschied von 0,1 Sekunden? Und jetzt wird hier erklärt, wie man das mit Pythagoras ausrechnet. Die Wassertiefe beträgt x Meter, der Schall legt bis zum Meeresboden den Weg von 510 mal 0,1, weil wir haben ja hier ein Zeitunterschied von 0,1 Sekunden zurück. Und jetzt frage ich ganz einfach hier, wie bezieht sich jetzt das? Man rechnet zuerst x² aus,
Was bedeutet das? Und jetzt kommt die Frage, wenn du, das ist das, was ich am Anfang sagte, wenn wir jetzt irgendjemanden fragen, diese Formel zeigen, diese Aufgabe stellen, wie viele Menschen, die in dir auftauchen, normale gebildete Menschen, auch zum Beispiel Ärzte, sind sofort in der Lage, innerhalb von 30 Sekunden sofort zu verstehen, was die Formel bedeutet. Jetzt ist natürlich wichtig, wenn du dir jetzt denkst, dass das ja jeder weiß und du hast es in deinem tiefsten Glauben, wenn die Menschen, die in dir auftauchen, auch das wissen. Aber jetzt machen wir aus den Menschen Blackboxen. Wir wollen ja mal fragen, was da an Wissen drin ist, was die von sich aus selber aufwerfen können. Ich frage jetzt zum Beispiel, standet nochmal den Redo als rechnerisch normal gebildeten Menschen, wo du hast Elektronik oder Elektrotechnik dich sehr viel mit beschäftigt, wie kann ich jetzt die Formel an einen normalen Menschen erklären? Okay? Das heißt, wir machen zuerst mal die 510 Meter in der Sekunde, das ist unsere Schallgeschwindigkeit, also im Wasser, und das, da haben wir eine Zeit, ein Raumfenster von 0,1. Das heißt also, wenn hier was losfliegt, wir denken jetzt normal raumzeitlich, das geht nach unten, wird reflektiert, geht nach oben und kommt 0,1 Sekunden später an. Ja. Also müssen wir diese 510 mal 0,1 messen. Okay, und was haben wir dann, wenn wir das mal 0,1 durch 2 nehmen, dann haben wir genau die Strecke in Metersekunden, die das Ding von hier bis hier braucht. Okay? Das heißt von A bis zum Boden, weil bei 0,1 Sekunden ist es ja wieder bei B. Ja. Jetzt aber, wieso steht jetzt hier minus 8 Quadrat? Was sagt der Redo? 30 Sekunden. Minus 8 Quadrat. Wieso ist in der Formel jetzt da minus 8 Quadrat? Merkst du, hängst schon Fragezeichen auf den Augen. Ja, klar. Ja. Pass auf, die Lösung ist, wenn ich Pythagoras verstanden habe, ist es ganz einfach. Wir wissen Pythagoras, die Hypotenuse berechnen wir a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat. Okay, jetzt pass auf. Du stellst dir jetzt Folgendes vor, von A bis zur Schiffsmitte. Das ist die eine Seite, das nennen wir mal a Quadrat. Ja. Von A bis zum Boden ist b Quadrat. Ja. Und von dem Boden hoch, wir brauchen ja den rechten Winkel. Ja, ist c Quadrat. Das ist a Quadrat, ja. Das ist b Quadrat und von A zum Boden ist c Quadrat. So rum. Ja, genau. Okay? Jetzt pass auf, jetzt ist ganz einfach. Wir haben hier zuerst einmal die 510 mal 0,1 durch 2 ist praktisch diese Seite, was die Hypotenuse ausmacht. Das a Quadrat, wo ich gesagt habe, da oben, ist die halbe Schiffsbreite. Die Schiffsbreite ist 16 Meter, haben wir festgestellt, dazu müssen wir hier 8 Quadrat nehmen. Okay. Das heißt, wir haben hier die halbe Schiffsbreite, ist praktisch in dem Fall a Quadrat. Ich mache mal, ich hoffe, man sieht es mit dem Fall. Ja. Das ist von der A bis zur Mitte. Wir müssen ja a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat. Wir haben festgestellt, dieser Basis, die 510 mal 0,1 durch 2 ist praktisch die Hypotenuse im Quadrat. Ja. Wir müssen die Hypotenuse im Quadrat durch a Quadrat nehmen, dann kriegen wir das b Quadrat, was in dem Fall die Wassertiefe ist. Ja. Verstanden? Ja. Das ist einmal das Erste. Mir geht es jetzt nur darum, dass Kindergartensachen, ich betone nochmal, was jeder wenn man von jedem Volksschüler erwartet, mit 11 Jahren, dass er ein Befriedigen bis Ausreichen kriegt, muss das wissen. Und es geht, dieses ganze Wissen geht wieder verloren, wenn du in deine Spezialisierung gehst. Genau. Ich bringe da gerne mal eine kleine Geschichte. Ich habe die hier in einigen Selbstgesprächen schon erwähnt. Und zwar denken wir uns jetzt mal die Fernsehsendung aus, Wer wird Millionär? Da hat es mal der Prominenten-Special gegeben. Und da war der Professor Karasek. Den muss man jetzt nicht kennen. Das ist aber einer der größten Literaturkenner in Deutschland gewesen. Ist sehr oft im Fernsehen auftreten, mit Reich Ranicki zusammen meistens, wenn sie Bücher bewertet haben, Literatur bewertet haben. Und dieser Literaturprofessor als hochintellektueller Mensch, der hatte die Frage, was nennt man bei einem Kreis Radius? Und dann sind die vier Antworten aufgetaucht, die Oberfläche, den Umfang, den Durchmesser oder den Halbmesser. Und er wusste das nicht. Nein. Was ich damit sagen will, dass wenn du ein Fachidiot bist, weißt du sehr viel in deinem Fachbereich, aber nichts, überhaupt nichts von dem Heiligen Ganzen. Genau. Das heißt, Intellekt muss man nicht bewundern. Wir reden hier von Geist.
Also wir machen ganz nochmal, wenn wir hier uns ein 3 denken, dass man das wirklich versteht, aber das Bonbon, was ich erklären will, kommt eigentlich erst. Dass hier mir ein Dreieck das da mal bilden von der Schiffsmitte zum Boden. Das ist praktisch hier die eine Seite im rechten Winkel, dann von der Schiffsmitte bis zu dem Punkt A, das ist die zweite Seite, das wäre jetzt A Quadrat, B Quadrat, und von A zum Schiffsboden haben wir praktisch unsere Hypotenuse, ist C Quadrat, und A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat. Wir können aufgrund dieser Angaben das C Quadrat ausrechnen. Das ist dieser Passus hier, und dann müssen wir natürlich das A Quadrat abziehen, um das B Quadrat, sprich die Wassertiefe, zu bekommen. Ja. Jetzt ist es klar, merkst du? Ja, ja, klar. Wenn man ja. hinschaut im ersten Moment, das ist jetzt auch ein Phänomen, wo ich so oft darauf hingewiesen habe, ich behaupte ja, du weißt eigentlich alles. Die Frage ist bloß, hast du, weil ja alles in dir drin ist, in dieser Einheit, die wir Gott nennen, Energie nennen, und was in dir auftaucht, was zu existieren anfängt, das wird jetzt im Moment unmittelbar in einer ständigen Veränderung natürlich entweder sinnlich oder real wahrgenommen als Information. Jetzt ist es also so, dass wenn du dich erinnerst, das ist ein Erwecken in deinen Innern, kommt es als träumender Geist, mit dem ich mich jetzt unterhalte. Bin ja nur eine Figur in deinem Traum. Bin ich jetzt eigentlich eine Figur in deinem Traum? Ja. Genau genommen bin ich jetzt eigentlich bloß irgendeine Lautsprecherstimme. Genau. Die Figur, die du dir denkst, deinen Udo, den du dir ausdenkst, das ist jetzt eine, der ist jetzt körperlich, feinstofflich nur da, wenn du ihn dir den bildlich vorstellst. Der ist nichts anderes wie der Osterhase. Nein. Ein Osterhase existiert auch nur, wenn du ihn denkst. Dasselbe gilt für jeden Trockenhasenaffen, den du dir denkst. Den musst du dir jetzt erst einmal ausdenken, aus dir herausdenken, in diesen roten Kopf als existierend hineindenken. Okay? Und das ist natürlich jetzt sehr, sehr interessant, wenn man das versteht, dass hier jetzt diese Gleichung aufgelöst wird. Wir haben ja x Quadrat. Wir sind ja immer noch im Pythagoras mit den Quadratzahlen. X Quadrat ist somit, wenn man das in Taschenrechner eingibt, 5636,25. Und jetzt müssen wir natürlich, wir wollen ja die Wassertiefe, und eine Wassertiefe ist ja keine Quadratzahl, müssen wir das natürlich jetzt die Wurzel ziehen. Weil wir müssen aus dem Quadrat ja praktisch wieder eine Seite nur machen. Ja. Und dann steht jetzt hier in diesem 50 Jahre alten Mathebuch drinnen plus minus Wurzel 5636,25 ist ungefähr plus minus, das war vorher da gestanden, da bin ich mit dem Ding, hat sich das aufgelöst, war der Edding ausgedachterweise in die Vergangenheit so nass, 75,1. Also beträgt die Wassertiefe 75,1 Meter, und dieser Passus, der ist der entscheidende. Der zerstört ein ganzes raumzeitliches Weltbild. Der zweite Wert, minus 75,1, hat keine praktische Bedeutung. Genau. Ja. Jetzt pass auf, ich werde dir das erklären, wie du das zu verstehen hast. Ich sage prinzipiell, wenn in dir was auftaucht, ist es eine Gedankenwelle, und mit einer materialistischen, einseitigen Logik beachtest du immer von der Welle nur eine Seite. Ob man die jetzt Wellenberg oder Wellendorn nennt, spielt überhaupt keine Rolle. Das heißt, letzten Endes, ich mache mal das Ergebnis etwas anders, dass du das verstehst. Ich befinde mich jetzt auf der Bergspitze. Die Tiefe um mich herum hat keine praktische Bedeutung. Nein. Wenn die keine praktische Bedeutung hätte, dann wärst du jetzt nicht auf einer Bergspitze. Wenn sie nicht vorhanden wäre, würde es nämlich die Bergspitze nicht geben. Genau. Ja. Wir können jetzt das weiter fortführen, dass ich sage, jetzt meine, wenn jetzt im Moment ist, wenn ich in meine sinnlich wahrgenommenes Gesichtsfeld reinschaue, unsere VR-Brille, jetzt ist es hell. Die Finsternis hat keine praktische Bedeutung, weil die ja jetzt nicht da ist. Das ist ungefähr so, ich bin auf der Bergspitze, die Tiefe hat keine Bedeutung, weil wenn ich an die nicht denke, ist die ja nicht da. Das kannst du jetzt auf alle Polaritäten beziehen. Genau. Jetzt atme ich ein, das Ausatmen hat keine praktische Bedeutung. Ja. Jetzt bin ich gesund, die Krankheit hat keine praktische Bedeutung. Ich habe so oft erklärt, dass es das eine ohne das andere eigentlich gar nicht gibt. Das ist ein Passus, der komplett gestrichen wurde. Es weiß zwar jeder Mathematiker, jetzt sage ich wieder Mathematik, dass ein Wurzelbegriff zwei Ergebnisse hat. Gehe ich in der Mutation schon drauf ein. Wir können aber ganz kurz einmal hier uns den Lorentz-Faktor anschauen. Und ich springe jetzt einmal. Einen Moment.
Wenn wir zum Beispiel in das Selbstgespräch die Mutation hineinschauen, ich erwähne immer wieder Auszüge, da heißt es, eine elementare Wichtigkeit, die in der raumzeitlichen Logik völlig außer Acht gelassen wird, ist das arithmetische Gesetz der Mehrdeutigkeit aller Wurzeln. Dies gilt natürlich nicht nur für die arithmetischen, sondern auch für alle Wortwurzeln. Diese Mehrdeutigkeit einer Wurzel, genau, diese unendlich vielfältig. Ich sage einfach mal das Wurzelwort des Krebs. Das Wort Krebs ist nicht alleine nur die Krankheit oder das Tier oder das Sternzeichen. Das sind noch viele, viele andere Sachen, die du nicht weißt. Jetzt ist es so, dass ich gerade angefangen habe, dass ich gesagt habe, es gibt sehr viele Sachen, die du überhaupt nicht weißt. Das sind all die Sachen, die du noch nie auf deine geistige Oberfläche geholt hast. Das zum Beispiel mit Pythagoras, das war hundertprozentig sicher hier und jetzt in die Vergangenheit gedacht. Irgendwann einmal an deiner Oberfläche, wie du hier und jetzt gedacht, als Trockennasenaffe in der Schule das gelernt hast. Du hast es dann wieder vergessen. Das heißt, du musst für Lernprozesse aus den inneren Daten, die sich in dir befinden, musst du die zumindest einmal an die Oberfläche geholt haben. Das sind die Lernprozesse und dann sind die durchschaut, dann verschwinden die zwar wieder, aber dann, ich sage das immer, das ist wie eine freigeschaltete Datei. Und es ist sehr, sehr viel Wissen in dir drin, wo du es zwar weißt, obwohl du es nicht weißt. Ich habe da ein wunderschönes Beispiel dazu. Das ist zum Beispiel, wenn ich Leute immer wieder frage, was bedeutet eigentlich Kapital? Und ich sage, du weißt, was es bedeutet, obwohl du es nicht weißt. Weil du wirst jetzt wieder feststellen, wenn du die Tierchen in deinen Traum fragst, garantiere ich dir, dass über 99% sagen, Kapital ist Geld. Besitz, Reichtum. Kapital erhält mich am Leben. Obwohl das lateinische Wort Kapital schlichtweg und einfach nur ein todbringendes Verbrechen heißt. Und jetzt, wenn ich sage, du weißt es, obwohl du es nicht zu wissen glaubst, sage ich, was ist ein Kapitalverbrechen? Genau. Und dann schauen viele, oha, ein Kapitalverbrechen ist immer dann, wenn in einem Verbrechen irgendein Mensch ums Leben kommt. Ja. Das heißt, irgendwelche Verbrechen, Einbruch, Diebstahl sind keine Kapitalverbrechen, aber sobald dabei einer ums Leben kommt, erschossen wird, ist es ein Kapitalverbrechen, weil ihm das Wort Kapital ein todbringendes Verbrechen bedeutet. Genau. Und das ist jetzt hier diese Mehrdeutigkeit der Wurzel, dass man das jetzt übertragen hat, dass man plötzlich, das kommt damit kaputt mit dem Kopf, ja, von kaputt. Und ich sage, in dem Moment, wo dein Geist, der einheitliche rote Kopf, kaputt geht, begehst du ein Kapitalverbrechen, dass du sagst, ich bin der Kopf, den ich mir ausdenke. Und die anderen Köpfe, die ich mir ausdenke, bin ich nicht. Das ist jetzt ungefähr wie die Gleichung, wo man gerade gehabt, A Quadrat plus B Quadrat, das ist der eine A-Kopf, der B-Kopf. Okay? Und der bin ich ja nicht, oder der bin ich, obwohl das doch alles deine Gedanken sind, die immer nur in deinem eigenen roten Kopf auftauchen können. Und wenn du meinst, dass du nur ein ausgedachter Kopf bist, das ist ein Kapitalverbrechen, dann geht das kaputt, lateinisch, der Kopf geht kaputt. Und das ist dann todbringend, das heißt, plötzlich sind so viele Köpfe da, weil Tod hast du auf Lateinisch ja so viele. Genau. Lass das auf dich wirken, wenn nicht, hörst du nochmal an. Jetzt ist es also, jeder arithmetische Wurzelbegriff enthält zwei Lösungen, die in ihrer Summe immer Null ergeben. Das ist dieses Plus-Minus. Wenn A Quadrat zum Beispiel B ist, dann gilt auch Minus A Quadrat ist B. Es ist nämlich eine Einfachheit, dass Minus mal Minus Plus ergibt. Jetzt ist natürlich, ich könnte jetzt wieder in die Volksschule zurückgehen, in die vierte Klasse oder in die fünfte Klasse, wenn wir anfangen hier Arithmetik zu lernen, die Grundrechnungsarten, kann man so leicht erklären, wieso das der Fall ist, dass Minus mal Minus Plus ist. Das setze ich jetzt einfach mal voraus. Das heißt, dass immer der Wurzelbegriff, wie wir das hier so schön sehen, da steht immer noch davor Plus Minus. Das müsste eigentlich vor jeder Wurzel stehen. Genau. Ich habe jetzt hier so dieses einfache kleine Beispiel, das ist hier einfach die Wurzel 9 plus minus Wurzel 9. Weil alles, was unter der Wurzel steht, ist praktisch symbolisiert die Zahl, die mit sich selber mal genommen diesen Wert unter der Wurzel ergibt. Da jetzt aber das Ergebnis plus minus ist, nämlich 3 mal 3 ist 9, aber minus 3 mal minus 3 ist auch 9, müssten wir jetzt beide Ergebnisse gleichzeitig nehmen. Das heißt, die Wurzel 9 ist plus 3 und minus 3. Und wenn wir das jetzt wieder zu beide Ergebnisse, wie Wellenberg und Wellendahl zusammenfassen,
Ich sage mal, den Wellenberg nehmen wir mal plus 3 oder plus 5, bei Wurzel 5 war 20 und minus 5 haben wir praktisch schon den Wellenberg und das Wellental und die wiederum zusammengefasst gibt 0. Genau. Okay, wieso habe ich jetzt so weit ausgeholt? Das ist ganz einfach, wenn wir jetzt einfach uns mal den Lorentz-Faktor anschauen. Das ist jetzt die Grundwurzel von der Relativitätstheorie. Das ist also dieses Ding, das also behauptet, umso schneller sich irgendwas bewegt, dass sich dann praktisch Raum und Zeit verändern, die Koordinaten verändern. Man spricht hier von einer Längenkontraktion und von einer Zeitdilatation. Das ist diese schöne Kurve mit dem Lorentz-Faktor. Was wiederum, um das nochmal anzusprechen, auch das Wachstum unserer Weltbevölkerung ist. Das ist genau dieselbe Kurve. Genau. Wenn man die Eltern Selbstgespräche sich anhört, ich hole sie mal ganz schnell nochmal her, dass wir die mal bloß einmal auf der Tafel hier auf das Bild uns anschauen. Würde ich gleich dieselbe Kurve fast anlachen. Ja. Wenn wir das weiterziehen. Genau. Da bin ich ja zigfach schon darauf eingegangen, dass das eigentlich schon die Lüge schlechthin ist, weil ich denke mir hier Vergangenheiten aus, wenn ich sage, wer hat es eigentlich gezählt. Ja. Ähnliche Kurven, zwar stetig wachsend, hatte ich jetzt erst wieder in einem Video, wo es um die Klimaverschmutzung geht, wo man angeblich misst, angeblich. Das ist das Problem, du schnappst irgendwo auf einer Internetseite aus einem Buch eine Seite auf und dann plapperst du nach. Das ist die Eigenart des Nachäffens. Und jetzt kommt dazu ein ganz wichtiger Satz, den ich sage. Du Geist, der du mir jetzt zuhörst, solange du dich selbst zum Affen machst, wirst du leiden. Macht sich nicht jeder normale Mensch zu einem Affen, der die ganzen naturwissenschaftlichen Weisheiten nachplappert? Klar. Macht sich nicht auch jeder religiöse Mensch oder esoterische Mensch zu einem Affen? Klar. Mit einer komplett eigenen Welt. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Jetzt muss man wissen, dass der Mensch, der träumt, der Adam, der in dem Moment, wo er zum Träumen anfängt, der ausgedachte Adam, ja männlich und weiblich, Seger wie Nekaba, Denker und Ausgedachtes. Der eigentliche Adam ist da beides, ist der Geist, der sich selbst als Adam ausdenkt. Das ist der nicht denkbare Geist, der mir jetzt zuhört, der sich jetzt zuerst einmal als ein träumender Geist denken soll und als träumender Geist empfindest du dich jetzt als irgendein Brösel, als ein Tropfenhausenaffe, der vom Computer sitzt. Das sind aber alles nur Informationen. Jetzt gehen wir zurück in diese Berechnung. Es gibt ja so schöne Sachen, wir haben festgestellt, dass also praktisch sobald in einer Rechnung, in einer Gleichung eine Wurzel auftaucht, eigentlich genau genommen das Ergebnis der Wurzel 0 ist. Okay? Wir halten das einmal fest. Und jetzt ist die nächste Sache in der Arithmetik, dass man weiß, sobald wir jetzt eine Rechenoperation haben, wo mit einer Null mal genommen wird oder dividiert wird, wird das Ergebnis auch Null. Weil wenn ich irgendwie jetzt was ausdenke, einen Gegenstand ausdenke, und ich habe den Null mal, dann ist er eigentlich nicht da. Null Apfel sind nichts. Okay, und wenn ich jetzt mir 5 Äpfel denke, die ich mal 0 nehme und ich sage, ich habe diese 5 Äpfel 0 mal, dann habe ich keinen Apfel. Und wenn ich einen Kuchen auf 0 Personen aufteile, ist keiner dort, der etwas bekommt. Ja. Da kommen manche, die sagen, ja, aber die 0 kann man ja dann unendlich machen. Das ist praktisch durch unendlich, aber da haben wir ja festgestellt, dass das alles, das Unendliche auch 0 ist. Ja. Nichts ist. Ja. Gut. Wenn wir das, und jetzt machen wir mal mit Holo-Feeling, einfach nur neugierig sein. Das Einzige, was ich von dir fordere, ist, dass du neugierig bist. Da in jeglicher Form von raumzeitlicher Berechnung Wurzeln drin sind, zumindest versteckt schon eine Quadratzahl, die wir uns denken, ist eigentlich schon im Hintergrund die Wurzel mit dabei. Ja. Ist das Ergebnis unter einer Wurzel immer 0. Jetzt schauen wir uns mal diesen dimensionslosen Lorentz-Faktor Gamma an. Immer dran denken, Gamma ist Gimmel. Das ist die Grundform, wo wir hier letzten Endes in der Relativitätstheorie unsere Lorentz-Kontraktion, das ist die Lorentz-Kontraktion, ist die relativistische Längenkontraktion in der Spitzenrelativitätstheorie. Das heißt, dass umso höher, umso schneller sich was bewegt, umso höher die Geschwindigkeit wird, schrumpft praktisch der Raum und bei Lichtgeschwindigkeit gibt es praktisch keinen Raum mehr. Wird der Raum gleich 0
Und bei der Zeit ist es umgekehrt, ich sage, das ist das ewige Hier. Und die Zeitdilatation heißt, die Zeit dehnt sich aus, die Lare dehnen. Das heißt, bei Lichtgeschwindigkeit wird die Zeit in der Formel unendlich. Die Masse wird übrigens auch unendlich, wenn wir den Wert Masse noch mit reinziehen. Und da hängt dieser Lorentz-Faktor drin. Und da muss man jetzt erstmal wissen, wieso heißt der eigentlich Gimmel. Das Gimmel ist ganz interessant, weil das ja unser Gamma ist. Und da könnte ich jetzt wieder in unseren Gematrieflor reinspringen. Und wir machen jetzt einmal dieses Gimmel. Und das ist ja ganz schön, dass das schon die Einstein-Formel ist. Genau. Wieso ist das die Einstein-Formel? Bin ich zigfach darauf eingegangen. Das wollen wir jetzt in unserer Symbolsprache lesen. Ist der Geist und Gestalt gewordenes physikalisches Licht. Haben wir ja, wenn der Geist Energie ist. Wir können es auch rot geschrieben Licht, dann haben wir Masse, Energie ist Masse mal Licht. Und das ist, die Energie ist M mal C. C steht ja, C Quadrat steht für Licht und M ist ja unsere Gestaltwertung, unsere Masse, kann man sagen. Das ist die Einstein-Formel. Ja. Das ist jetzt hier in den Gimmel, seltsamer Zufall, dass hier genau das ganze Gamma oder Gimmel genannt wird. Gamma übrigens, da wenn wir ein R, eine Berechnung reinmachen, kriegen wir das Gramma und dann haben wir den Buchstaben. Genau. Okay, jetzt pass auf, jetzt haben wir den Lorentz-Faktor. Ich erkläre das einmal, wie man das in der Schule lernt. Das ist also, der Lorentz-Faktor ist jetzt ganz wichtig, der rechnet sich zuerst einmal aus dieser kleinen Formel. Und was man jetzt hier einsetzen muss, ist die normale Realgeschwindigkeit, nennt sich das, und die Lichtgeschwindigkeit. Die Lichtgeschwindigkeit C heißt jetzt hier schon eine Naturkonstante. Und da kommt ein ganz, ganz schönes Wort ins Spiel, das schauen wir uns aber später nochmal an. Das ist, die Lichtgeschwindigkeit ist immer konstant. Das sind diese sogenannten 300.000 Kilometer in der Sekunde. Da haben wir jetzt aber uns, wir denken uns jetzt eigentlich schon einen Raum vor uns hin, aus unserem Kopf heraus, nämlich 300.000 Kilometer, und wir denken uns zwangsläufig eine Zeit aus, wo ein Photon in einer Sekunde zurücklegt. Da gehe ich ja in der Physik im Nullpunkt Gottes drauf ein, was natürlich hier einige ganz, ganz große Probleme aufwirft. Ich mache mal schnell die Lichtgeschwindigkeit. Das ist also schon die Definition der Lichtgeschwindigkeit. Wir haben jetzt hier diesen Wert, der in die Physikbücher drin steht, der ist unvollkommen, da wissen wir, da fällt das Ohr. Wenn wir das nämlich hier runden, auf 6 Stellen genau runden, da gehe ich hier, das ist das hebräische Wort für Licht, das Physik, wo ich jetzt mache, göttliche Physik, wie eure Traumwelt aufgebaut ist. Das weiß deine Welt nicht, die du dir ausdenkst. Und wieso weiß die das nicht? Weil die Welt, die du dir ausdenkst, kann bloß was wissen, was du dir in die Welt hineindenkst. Das heißt, bevor du Geist es nicht weißt, kannst du dir keine Welt ausdenken, die das weiß. Schau, die hier und jetzt logisch ausgedachte Umlaufbahn der Erde um die Sonne, wohlgemerkt, jetzt logisch mit deinem Intellekt ausgedachte, mit deinem Schwamminhalt ausgedachte Umlaufbahn von der Erde um die Sonne, dauert im Makrokosmos. Interessant, das ist die große Ordnung. Kosmos heißt ja nur Ordnung. Schon wieder ein Wort, das einseitig ausgelegt wird. Man denkt, mit der Schulbildung ist für dich der Kosmos das, was man dir beigebracht hat. Und an Kosmos denkst du an den großen Weltraum, ich sage immer Weltraum, um dich rum. Und da ist die Lichtgeschwindigkeit 365 Tage, 24, 22 für Lichtgeschwindigkeit steht hier. Da habe ich jetzt C als 3 gemacht. Das ist normalerweise, setzt man C als 1. Okay. Die angeblich genaue offizielle Wert ist 299.793 Kilometer in der Sekunde. Das ist rein zufällig, da fällen 207 auf die 300.000. Und das ist genau der Wert von dem Wort Or. Das ist das hebräische Wort für Licht. Was eigentlich geistreich gelesen in Rot heißt, der geistige Schöpfer ist im Geist verbunden, alles im geistigen Kopf. Das heißt, dieses Licht, diese Energie, die sich in einem Punkt befindet, das nennen wir Gott. Wenn man das jetzt blau macht, dann wird praktisch eine Schöpfung, wird eine aufgespannte Berechnung. Ja. Das ist so unheimlich wichtig. Jede Schöpfung ist eine aufgespannte Berechnung. Ja. Okay, wir nehmen jetzt mal den Lorentz-Faktor. Das heißt, wir haben eine Relativgeschwindigkeit und was jetzt da rauskommt, pass auf, da steht jetzt unten. Da sagen die Leute, oh, das verstehe ich nicht. Da heißt es V, wenn V 0 ist, das heißt, wenn du ruhend bist, dann ist G 1. Ich werde dir gleich zeigen, wieso. Wenn V ruhend ist, haben wir da 0 und dann haben wir 0 durch und wir wissen, wenn wir 0 durch irgendwas teilen, bleibt es 0. Dann kann man hier 0 setzen. Dann haben wir praktisch
G ist 1 durch Wurzel 1. Wurzel 1 ist ja plus 1 minus 1. Die rechnen jetzt hier nur den Passus lassen wir weg. Und dann haben wir 1 durch 1, weil die sagen, Wurzel 1 ist 1. Und nochmal 1 durch 1 ist 1. Das heißt, wenn V 0 ist, ist G gleich 1. Jetzt wissen wir aber, und jetzt wird es ganz interessant, dass ja die Wurzel 1, wenn wir den Passus hier rausschmeißen, 1 durch Wurzel 1 ist 1 durch plus 1 minus 1. Minus 1, genau. Was jetzt da steht, ist definitiv der eine Geist, die Synthese, teilt sich unten in plus 1 und minus 1. Das ist ausgedachter Wellenberg und ausgedachter Wellental. Und diese Synthese plus diese Antithese ist gemäß 3. Ja. Merkst du, da haben wir jetzt schon wieder... Das ist der vierte. Ja. Der letzte ist mit drin. Ja, ja, klar. Man muss sich nur damit beschäftigen. Ja. Was jetzt passiert, wenn man jetzt mit einer Relativgeschwindigkeit, wir sagen mal, du läufst einen Schritt pro Sekunde und du machst einen Meter Schritte. Okay? Mhm. Dann ist V ist ein Meter pro Sekunde. Die Lichtgeschwindigkeit ist 300 Millionen Meter in der Sekunde. Wenn ich jetzt praktisch 1 durch 300 Millionen da, da gibt es 0,000000000, kannst du dir vorstellen. Okay? Also praktisch gleich 0, drum sagen die hier, ist dann ungefähr 0. Bei normalen relativen Geschwindigkeiten, auch 100 Kilometer, wenn wir machen, haben wir immer wieder hier dieses V im Verhältnis zu dem, wenn man ausrechnet zur Lichtgeschwindigkeit, sind alle, selbst wenn wir jetzt eine Schallgeschwindigkeit nehmen, haben wir 0,0000 im Vergleich, wenn wir das durch die Lichtgeschwindigkeit teilen. Und so können wir hier in unserer normal ausgedachten raumzeitlichen Welt mit den Geschwindigkeiten, die wir uns jetzt in unserem Alltag vorstellen können, können wir hier 0 setzen, dann bleibt eigentlich das genauso, als wenn wir stehen wären. Okay? Und jetzt ist natürlich interessant, dass hier definitiv durch diesen Begriff, wie gesagt, Wurzel 1 ist plus minus 1, ich habe gesagt, wir können jetzt erst einmal sagen, 1 durch plus minus 1, dann haben wir Synthese, These, Antithese unten stehen, dann hast du hier deine 3 praktisch, diese Triade, wenn wir das jetzt aber plus minus 1 als 0 setzen, haben wir 1 durch 0 und die 1 durch 0 ist wieder eine Division durch 0 und diese Gleichung, die steckt definitiv in all diesen raumzeitlichen Berechnungen, wo die angeblich auf den Mond geflogen sind. Das ist ja alles nur Gedanken. Ich sage, das ist alles weg vom Tisch in dem Moment. Machen wir den Redo wieder. Das ist alles weg vom Tisch, Redo, in dem Moment, wo dir klar wird, was ist jetzt da. Das ist so unendlich einfach, wenn man das einmal verstanden hat. Dass hier die Erklärungsmodelle, dieses geistlose Nachäffen, ich habe da zum Beispiel, warte mal einen kleinen Moment, mache mal einen Vortrag über die Lorentz-Transformation an einer Uni. So, wir schauen uns das einmal an. Achte mal bitte, was er bei 5,26 sagt. Irgendwie alles gut, dann hätten wir das so verstanden, warum? Ja, weiß ich auch nicht. Dann ist das halt die Wellengleichung. Na, da weiß ich auch nicht. Dann ist das halt die Wellengleichung. Das ist übrigens, wenn man sich das einmal anhört, der versucht jetzt genau diese Lorentz-Transformation zu erklären, dass letztendlich alles gleichzeitig ist oder dass es Gleichzeitigkeiten eigentlich in der Welt gar nicht geben kann. Das ist diese Sackgasse, wo der Mensch sich hineindenkt, wenn er nur nachplappert, wenn er sich weichert, selber zu denken. In Du bist ich, im zweiten Band der Offenbarungen heißt es immer wieder, wenn du aufgehört hast, deinen Glauben in Frage zu stellen, hast du aufgehört zu leben. Dann plapperst du nur noch nach, dann bist du eine logisch funktionierende Maschine. Und das sind immer wieder diese einfachen Sätze, dass die Tiefe, das Geheimnis in der Sprache selbst, dass wenn wir jetzt uns zum Beispiel mal hier das Wort konstant anschauen, wenn wir ganz kurz hier reingehen, bleiben wir mal die Lichtgeschwindigkeit. Wir gehen also hier mal in die Lichtgeschwindigkeit rein und da ist also zuerst einmal, ups, die ist natürlich auch interessant, die Maxwell-Gleichung, die habe ich gerade. Das ist alles wichtig, weil das alles Einzelteile sind. Natürliche Einheiten. Da ist eine Lichtsekunde. Da haben wir jetzt diesen Wert. Da geht schon los, eine dimensionslose Geschwindigkeit von einer Sekunde pro Sekunde. Das ist jetzt so ein Schwachsinn in sich selber. Was ist das eigentlich für eine Angabe? Eine dimensionslose Geschwindigkeit von einer Sekunde pro Sekunde. Da setzt man C1.
Diese Lichtgeschwindigkeit bleibt immer konstant. Jetzt ist natürlich hier, dass diese konstant hast, die verändert sich nicht. So, wir schauen uns einmal das Äquivalenzprinzip an. Das Äquivalenzprinzip der Physik drückt aus, dass die Schwere und die Trägemasse eines Körpers zwei äquivalente Größen sind. Jetzt nur jetzt mal wissen, was ist Äquivalenz. Also schauen wir uns die Äquivalenz einmal schnell an. Das kommt von Equus gleich und Valere wert sein. Das ist aber immer wieder die, wenn du darauf eingehst, Equus ist gleich, wirst du feststellen, das ist sehr, sehr, sehr oberflächlich bloß übersetzt. Wenn wir uns das nämlich im Original, im Lateinischen anschauen, wirst du nämlich feststellen, dass wir jetzt erst einmal ein ebenes Terrain, eine ebene Fläche haben. Das heißt also hier, wir können auch das, dann Equus ist gleich, in sich selbst gleich, eben. Horizontal, das ist hier, was ich immer wieder sage, unsere Nulllinie. Und genau. Aus der Nulllinie kann niemals ein Wellenberg ohne ein Wellental herausspringen. Mhm. Mein schönes Beispiel mit der Badewanne, wenn wir Wellen reinmachen. Genau. Die Nulllinie bleibt die Nulllinie und alles, was wir an Wasser über die Nulllinie als Einzelfläche herausheben, senkt zwangsläufig im selben Moment auch den Wasserspiegel an einer anderen Stelle ab. Genau. Dass als arithmetische Gleichung das Ganze immer Null bleibt. Ja. Diese Null ist so unheimlich wichtig, weil das der Geist ist, der im Hintergrund immer gleich bleibt. Du Geist bist immer derselbe Geist, egal welche Gedankenwelle in dir auftaucht. Egal wo du die hier und jetzt gedachte Gedankenwelle, deine hier und jetzt gedachte Information räumlich wie zeitlich hindenkst, es verändert an dir selbst überhaupt nichts. Das heißt, ob du dich jetzt als 10-Jährigen denkst oder ob du dich als 40-Jährigen denkst, der sich selbst mit einem Trockennasenaffen wechselt. Darum sage ich immer wieder, solange du dich zum Affen machst, wirst du auch ums Überleben kämpfen. Genau. Und warum machst du dich zum Affen? Weil man dir erzählt hat, dass du ein sterbliches Säugetier bist. Ja. Und das ist das, was auch alle letzten Endes glauben, auch wenn sie anders reden. Da habe ich genügend Beispiele. Und du hast eine komplett eigenständige Traumwelt. Darum ist das mit den Splitscreens schon unheimlich wichtig. Mhm. Was ich so oft angesprochen habe. Als Geist bist du in der Lage, letztendlich dir bewusst zu machen, was sich für Bilder oder Vorstellungen in den Köpfen der Trockennasenaffen, die du dir ausdenkst, befinden. Mhm. Weil nämlich schon der Trockennasenaffe, sprich Mensch, blau geschrieben, erst in dem Moment in deinem roten Kopf existiert, wenn du ihn denkst. Das gilt selbst für den eigenen Kopf, mit dem du dich verwechselst. Das kann man immer wieder sich nur bewusst machen. Das ist ein Bewusstwerdungsprozess. Dass ich Geist auch dann da bin, wenn ich nicht an diesen Körper denke, der ich ein Leben lang zu sein geglaubt habe. Genau. Das ist eigentlich das Wichtigste. Da musst du gar noch nichts von Arithmetik oder sonst irgendwas wissen. Ja, gut. Das heißt, wenn wir uns den Equus jetzt genauer, den gleich ausdenken, das waagerechte Ausdenken, da geht es nämlich dann weiter. Jetzt kommen wir nämlich in das Wort Gleichbleiben, gleichmütig, ruhig gelassen, Gleichgültigkeit. Das ist der Geist, der vor nichts und niemand Angst hat. Wie ich vorhin gesagt, du bist immer, weil du Geist etwas bist, was nicht in Erscheinung treten kann, als Ding an sich. Ein nichtseiendes, rotes Sein. Ein nicht existierendes, rotes Sein, aus dem letztendlich alles, was du Geist erlebst, entspringt. Darum symbolisiere ich das immer mit einem träumenden Geist. Jetzt schauen wir uns das einmal an, bloß das Wort Gleichbleiben. Ganz interessant, wir machen das erst einmal rot. Das geistige Licht, das haben wir uns gerade angeschaut, GL, ist das rote Ich. Mhm. Okay, das geistige Licht ist das rote Ich. Ja. Und das kommt jetzt B in einen Leib. Genau. Und dieser Leib ist END, das Ende, das du anschaust, wenn du der Anfang bist, aus dem das entspringt. Ja. Jetzt, wenn man durch die einzelradigsten verschiebt mit Rot-Blau lesen, habe ich immer wieder gesagt, dass wenn wir das END zuerst einmal hier ansetzen und wir machen AND, also mit LF geschrieben, END, dann kriegst du hier den Schöpfer und seine existierende Schöpfung. Das ND müsste hier blau sein, das kann das Programm nicht, weil das eine ältere Datenstruktur ist. Da unten ist es dann richtig geschrieben, AND, das ist der Tipp. Genau. Schöpfer und seine existierende Öffnung heißt imperfekt gelesen, ich werde hin und her schwingen, weil nämlich diese existierende Öffnung einzeln gelesen
die Daumen. Unser Damm ist, unser Wasserwald, das habe ich alles schon erklärt, das ist schweifend umher und schwankend klagend. Wir können das ENG natürlich auch mit einem LF schreiben. Dann haben wir eine augenblicklich existierende Öffnung. Schmücken. Und das ist das Anliegen eines Schmucks. Du genau. Du schmückst dich mit deinem Traum. Ich sage immer wieder, dein Traum ist letzten Endes dein Körper. Genau. Und drum bist du geistiges Licht als rotes Ich. In der Polarität, immer im Leib eingehüllt. Ja. Wenn wir das jetzt natürlich ganz blau lesen, dann hast du eine Welle, diese Welle des Ich, das ist, wenn du an dich selbst denkst. Ja, jetzt musst du dich schon wieder unterscheiden. Denkst du, wenn du an dich denkst, denkst du an den Menschen, der du bist, dann denkst du an keinen Körper. Ja. Jetzt habe ich immer wieder gesagt, die Stufung von oben nach unten. Ein Denker ist immer mächtiger wie das, was er sich ausdenkt. Er ist auch mehr, weil er immer ist. Und in dem Mehr, er denkt sich jetzt zuerst einmal als ein Mensch, das ist eine Lebensgeschichte, und als Mensch wiederum reduziert, wenn er an sich denkt, denkt er an den Körper. Genau. Wo er sagt, der Körper oder der Körper. Und jetzt haben wir wieder unser Prinzip. Kollektion, Selektion. Genau so ist es. Aber da kannst du jetzt genauso sagen, was ich gerade gesagt habe, hier dieses schöne Beispiel. Der negative Wert hat keine praktische Bedeutung. Das heißt, wenn du in einer vollgeschissenen Windel liegst, dann hat die Windel eine sehr große Bedeutung, aber was zwangsläufig dazu gehört, ist meinetwegen auch ein Schulranzen, und du sagst, der Schulranzen hat für mich keine praktische Bedeutung. Nein. Ist für dich das Positive, was du ausrechnest, der Schulranzen, hat die Windel für dich keine praktische Bedeutung mehr, weil du eben Einzelgedanken dir in eine vorgestellte Raumzeit verstreust und du meinst, das ist das, was du dir ausdenkst, ist getrennt voneinander. Ja, genau. Und da haben wir jetzt, wenn ich in den Blindfeld-Vortrag gehe, wenn ich jetzt immer wieder sage, alles, was ich sehe, ist hier. Und ich denke mir jetzt Zürich aus und ich denke mir Wien aus. Wo ist das Zürich, das ich mir jetzt ausdenke, und wo ist es Wien? Das ist hier. In der Zeit. Ich denke mir jetzt, der Redo fliegt um 10 Uhr in Zürich weg. Das denke ich mir jetzt. Und er kommt um 11 Uhr in Wien an. Das denke ich mir auch jetzt. Weil alles, was ich denke, immer jetzt ist. Diese Sache mit dem Buch ist so unheimlich wichtig, diese Schichten, dass du immer wieder eine obere Schicht heraushebst. Das geht erst einmal bis zu die Zahlen. Wir haben das Bücherregal, dann schaue ich nur ein Buch an, dann mache ich eine Doppelseite auf. Dann kann ich erst zum Lesen anfangen, wenn ich mich auf eine Seite konzentriere. Plötzlich habe ich viele Zeilen vor mir. Kann ich erst zum Lesen anfangen, wenn ich mich auf eine Zeile konzentriere. Jetzt habe ich viele Wörter vor mir. Das ist ein Hineinfokussieren, ein Hineinzoomen. Die sind auch wieder gleichzeitig da. Genau. Alles, was ich jetzt nicht mehr denke, ist in meinem Hintergrund. Das Bücherregal existiert nicht mehr, wenn ich es nicht denke. Das Buch existiert nicht. Die anderen Seiten vom Buch existieren nicht. Selbst die anderen Zahlen existieren nicht, wenn ich mich auf die erste Zeile fokussiere. Da existieren aber alle wieder gleichzeitig. Die kann ich aber nicht gleichzeitig aussprechen, ausdrücken. Sobald ich jetzt ein einziges Wort ausspreche, in dem Moment denke ich schon nicht mehr an die Zeile. An die anderen Wörter. Und jetzt sage ich wieder, jetzt nochmal das Wort Krebs. Ja. Da existiert bei dem bloßen Wort Krebs noch kein Sinn. Erst wenn ich mir jetzt die Krankheit denke oder das Schalentier denke, so hast du dich reduziert. Das heißt, was du hier diese große Welt nennst, die du denkst, ist eigentlich nur ein Gedanke. Das Universum, das in eins gekehrt ist. Und da ist natürlich jetzt die Sache, wenn man das mit der VR-Brille verstanden hat, da außen ist nichts. Das hat man jetzt erst übrigens aktuell im Chat. Ist immer alles, ist aktuell jetzt, dass du permanent merkst, dass also hier, wenn ich mir Wasserwellen ausdenke, die sind schon auf der VR-Brille. Ja. Die kontinuierliche Bewegung, ich kriege zum Beispiel hier vom Udo Stark, nenne mal, Udo ist ja stark, macht sich sehr viele Gedanken, sagt er, mir ist zwar ein, wenn ich jetzt am Computer einen Kreis konstruiere, dass das letztendlich ein Unendlich-Eck ist. Aber dann kommt in der Gedanke, wenn ich jetzt doch aber einen Zirkel nehme und mit einem Zirkel eine Linie mache, der ist keine Ecke. Das ist doch eine kontinuierliche Bewegung, sag ich, aber das, was du vor dir siehst, die Hände und den Zirkel, taucht auf deiner VR-Brille auf. Und auf der VR-Brille ist das bloß wieder gequantelt. Gebissen, das sind immer Treppenstufen. Das heißt, es kann immer nur in ganz zahligen auftreten. Es gibt nur die klaren Schritte. Diese, wie ich immer so schön sage, diese Digitalisierung, da sind wir ja schon eingegangen auf den Finger beim letzten Selbstgespräch. Dass die Zehe und der Finger, der Hand J und die Zehe der Regel. Merkst du, jetzt haben wir, wieso, wenn ich jetzt ein bisschen denke, die Geburt einer Ehe
die Zehe am Bein, das Polare ein, an den Beinen, die Zehen an den Beinen, wenn wir das einmal machen, dann ist das Polare eine. Das Polare ein, haben wir schon die Beine, seltsamerweise im Hebräischen heißt es ja Regel, eine berechnete Welle. Ja. Das ist immer wieder dieses Spiel. Ergal, ne? RGL ist eine berechnete Welle. Haben wir ja hier B ein. Genau. Jetzt haben wir die Polarität, ist ein Augenblick, wenn ich ein als ein schreibe. Oder nicht existieren, beides gilt. Ja. Dann habe ich den Fuß, da haben wir schon ein scharfes S, ist ja better. Eine Facette ist eine aufgespannte Polarität. Ja. Und so kann ich immer wieder sagen, wenn einer sagt, das interessiert mich nicht. Akzeptier doch einfach, dass du ein kleiner Hosenscheißergott bist. Momentan noch in der Matrix, in der Gebärmutter. Und das ist diese Zweiheiten, dass man diese vielen Symbole, die ich dir einspiele, jetzt in der normalen Welt, ich habe dir zum Beispiel dann im Bewusstsein den Film Matrix eingespielt, wo man meint, das ist schon der Weisheit letzter Schluss. Ich kann immer wieder darauf hinweisen, alles, was du kriegst von Physik, von der Filmgesellschaft, selbst wenn hier angesprochen wird, das ist eine Matrix, das ist extrem fehlerhaft. Da wird nämlich am Anfang dann schon wieder gefragt, willst du die rote oder die blaue Pille nehmen? Willst du jetzt den Wellenberg oder willst du das Wellental? In dem Film ist es schön dargestellt und ich sage dann immer wieder, das eine gibt es nicht ohne das andere. Es gibt ohne träumenden Geist, der hier in dem Film symbolisiert wird, die Geister in Zion, was ja im Hebräischen eigentlich auch Grabstätte heißt, dann entstehen automatisch die Toten und ob jetzt die Welt da unten in der Finsternis dieser Höhle, wo sie rumlaufen, ob das schöner ist, wie oben die Oberfläche, wenn der wenn der Cyber wieder nach oben will, weil er sagt, ich weiß, das ist mit dem fetzen Fleisch, das ist alles nur eine Illusion, aber es ist scheißgeil, ich will nicht drauf verzichten. Das ist die Einseitigkeit, entheile ich dich selber. Du musst eigentlich nur verstehen, dass du derjenige bist, der sich das ausdenkt. Das ist der Violette und darum ist Violett die Christusfarbe. Jetzt können wir natürlich in unser Farbenspiel reinspringen. Und dann wird man dann feststellen, dass das die Synthese ist. Das ist immer wieder, können wir ja ganz kurz einmal machen. Wenn wir hier jetzt gerade das Farbenspiel anschauen, das ist ja wieder verbunden mit der Physik. Ich will jetzt da gar nicht drauf eingehen, es ist immer das Spiel zwischen den Farben. Diese Farbsetzung ist eine unendliche tiefe Symbolik, eine tiefe Ebene, die ersichtlich gemacht wird. Genau. Habe ich zigfach erklärt, worum es eigentlich letzten Endes geht, ist hier die Sache mit dem Einheitskreis. Dass jetzt in den Physikbüchern, wo ich sage, alles was in den Physikbüchern drin steht, stimmt. Aber man muss irgendwann einmal begreifen, dass die Welt, die du in deinem Kopf als Traum erlebst, ist wie in einem Videospiel, entspringt aus einer Matrix, aus einer statischen Struktur von Zeiten. Einem Kontinuum. Das ist das, was ich mit der Vordersprache erkläre. Und wenn wir jetzt einen Einheitskreis machen, in der Arithmetik, dann beginnt man in der Regel immer hier, ich sag, bei 3 Uhr. Und da steht im Farbgleich so roter Adam. Wir können das Spiel auch ausweiten, wenn wir dann in den chinesischen I Ching reingehen. Dann haben wir hier das Gelb, dann kommt das Grün, das hebräische Wort für Grün heißt Ausspucken. Jetzt kommen wir praktisch von dem Plus-Plus-Bereich in den Plus-Minus-Bereich. Das heißt, man fängt zwangsläufig an zu urteilen. Das heißt, man geht hier über den Jordan. Jetzt kommt man in die Welt, man steigt hinab in die Welt, wo Milch und Honig fließen. Ins Jenseits, vom Diesseits, ist immer wieder, was ist das Diesseits, von welcher Seite schaue ich? Genau. Das ist jetzt die sogenannte Türkis, interessant, Tür hast die Reihe, das Türkis, dieses Gemisch und jetzt kommen wir in die Minus-Minus-Hälfte und da ist das Blaue. Darum sage ich das immer blau. Und jetzt wird es interessant bei 6, wir kommen von dem Minus-Minus zur 6, die Minus 6 ist ja die Trennung, das Aufgespannte, die Plus 6 ist verbinden, die rote 6. Wird zwangsläufig das Blaue mit dem Roten verbinden, kommt hier die sogenannte Purpurlinie. Jetzt wenn man die Farben und die Sprachen vermischt, ich erzähle dir ja jetzt etwas, ist der Kies, schreibt sich auf Hebräisch so, und das heißt auch Aquamarinblau. Jetzt müsste man durch dieses Aqua wieder wissen, was das Aqua heißt. Man sagt, jetzt hast du mal Wasser, aber das heißt das Nicht-Ruhende. Genau. Ursprachlich. Das Nicht-Ruhende. Wobei Qua heißt was, wie, warum, wo ist das eigentlich? Ja. Eine gestaltgewordene Berechnung des göttlichen Seins als blau aufgeschmissene Welle. Ja. Jetzt können wir dann noch weitergehen, dass wir natürlich hier... Das Blau heißt ja wie das Weltliche im Hebräischen, das ist jetzt kein Zusammengelogen, kann man jeden über das Buch nachschauen. Ja. Und jetzt kommen die sogenannten Nachtfarben.
Da haben wir dieses Purpur, hat ja auch in minimalen Facetten, nennt man auch Lila. Mhm. Lila ist im Hebräischen letzten Endes die Nacht. Dann haben wir hier Farbspektrum, all das hängt lückenlos zusammen mit Holoflir. Das ist im Farbenspektrum. Die polare Existenz ist eine Schwelle in einem Eck. Das sind immer die zwei, wobei ich immer wieder darauf hinweise, dass man, wenn man die Synthese dazu nimmt, die eigentliche Ecke, ich dafür kann die nicht mit einer Ecke verwechseln. Genau. Ja. Das ist ja das Verrückte, dass ich immer wieder sage hier, ich könnte zu spaßig sagen, unterhalten sich zwei Wände und dann sagen die zwei Wände zu sich, komm, wir treffen uns heute Abend in der Ecke. Wir haben erst einmal Wand 1 und Wand 2 und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Diese zwei Wände machen wir jetzt zu einer Ecke mit einer Decke. Das ist die geöffnete Ecke. Oder gespiegelt quer gegenüber mit dem Boden. Boden heißt aber Inim ist ein Urteil. Genau. Das heißt, Inim ist ein Urteil, gespiegelt hier über diese Diagonalachse zur geöffneten Ecke. Und dann kriegst du irgendwann einmal den Tetraederspiegel, weil ich erzähle dir jetzt etwas, es baut zuerst einmal Pforten auf und diese Worte werden dann zu Zahlen, darum sind eben die Zeichen auch Zahlen. Und das ist das ganze Spiel, was man verstehen muss, wenn man intellektuell das begreifen will. Genau. Noch ein Heidenspaß. Als normaler Geist, wenn es nicht auf deinem Film ist, wenn es nicht angenommen, du bist ein Schäfer, sag ich immer wieder ganz einfach, spiel deine Rolle, wir lassen die Rolle vollkommen unangetastet. Inwieweit das Ganze sich natürlich dann zusätzlich nochmal vermischt, wo ich dann ja noch weiter runtergehe, wenn man hier jetzt runterfährt, ich sage, wie beweise, da haben wir jetzt übrigens unsere Ecke, was natürlich spaßig wird, wenn wir uns die Ecke jetzt zweidimensional anschauen, weil diese Ecke, die wir sehen die ja in unserer VR-Brille vor den Augen, unseren Symbol. Dann wird plötzlich aus der Ecke, was man hier sagt, die drei Raumecken kriegen wir die 270 Grad. Weil was wir uns dreidimensional als 90 Grad Ecken denken, 3 mal 90 Grad sind 270 Grad. Wenn ich das flach sehe, sind praktisch 360 Grad, 270 Grad, wenn ich die Tiefe rausrechne. Ja. Auch das hat einen tiefen symbolischen Sinn. Wenn jetzt das drei Spiegel wären, würde man das in der Physik ein sogenanntes Katzenauge nennen. Genau. Wobei natürlich jetzt wieder, wenn wir in Geometrie Explorer rein sind, wir machen jetzt einfach mal unsere Katze, wir machen mal ja Kopf ZT, weil letztendlich unser Kaffee eine Affinität darstellt, der Affe, dann kriegst du hier definitiv die Ecke. Ja. Das Äußerste, die äußerste Ecke, den Endpunkt. Mit einem Rand. Ra ND, habe ich ja schon gesagt, der Menschensohn steht mit einem Bein im Meer, immer, und mit dem anderen auf dem Land, weil das Land ist der Rand, in der Regel beim Meer aus Sand oder aus Fels. Fels wiederum ist Zur, und Zur ist zur Formwerdung. Mit Grundlagen ist es kein Problem. Wenn wir jetzt weiter runterfahren, können wir das vielfältig machen. Da haben wir uns jetzt unser Gesichtsfeld. Ist immer, ich strecke eine Ecke. Das ist diese Symbolik. Da haben wir unsere Purpurlinie, ist jetzt rein aus Physikbüchern. Und geht dann einfach runter, dass wir hier. Das ist jetzt zum Beispiel auch ein schönes Spiel, dass ich hier das zum Beispiel diese festgelegten Wellenlängen, die übrigens noch nie ein Mensch gesehen hat. Das heißt, jeder, der sich mit Farblehre beschäftigt, lernt in der Schule rein physikalisch, das reine Rot hat eine Wellenlänge von 700 Nanometer, wohlgemerkt Mikrokosmos, ausgedacht, vorgestellt, habe ich aus das Buch heraus. Grün hat 546 Nanometer, Blau 436, das sind die Normwerte. Und jetzt sage ich hier, wie errechnet man diese Kreiszahl aus der Kreiszahl Bi und den Farbnamen, weil das hebräische Wort für Rot ist Adam, das ist auch der erste Mensch, nach Gottes Ebenbild. Denk an unsere Äquivalenz, hat den Zahlenwert 45, grün heißt auch ausspucken, ist 310, das heißt übrigens Ski hast ein Geschenk, wenn wir die 310 jetzt hebraisieren, und blau die 58, existierende Kollektion. Und jetzt mache ich einfach, dass ich diese Zahlenwerte mit den Wellenlängen, das heißt also Pi Quadrat, das heißt für Pi müssen wir 3,314 unser Pi, unsere Kreiszahl setzen,
Das heißt hier, wenn du das jetzt ausrechnen willst, setzt du hier die 3,1415 im Quadrat. Hm. Da für Rot setzt du die 45, für Grün setzt du die 310 und für Blau setzt du die 58. Und dann wirst du dich überraschen lassen, dann kommst du auf 700. Mhm. Die Grünwellenlänge sind diese Werte, die Blauwellenlänge sind diese Werte. Komm genau raus. Jetzt erkläre ich noch, was diese Hochzahlen bedeuten. Das ist natürlich interessant, weil mir ja hier zum Beispiel bei uns ein Lorentz-Faktor, wenn ich jetzt immer Quadrat habe, da denkst du dir ganz einfach hier einen Wert, das ist jetzt irgendein Individuum und der mal wirft eine Gedankenwelle auf, weil mir oben, was auftaucht, immer zwei sind. Ich habe gesagt, jede Quadratzahl hat eine Eigenart, dass die eigentlich im Hintergrund der Wurzel stehen hat, nämlich plus minus. Ja. Das heißt, unsere Gedankenwelle, die wir uns jetzt überlegen, immer an das schöne Experiment denken, Experimentior, etwas überlegen, das ist aufgespannt, um mit zwei Bündchen drüber, BR, Polar erweckt. Ja. Und das ist Le heißt auseinandergeschmissene geistige Existenz. Ja. Und darum ist dieses GN, im Hebräischen ist ja der Garten, da kann ich auch schon lesen, die geistigen Orden. Genau. Unser Garn. Mhm. Da haben wir ja den Garn Eden. Das ist eine Einfriedung, man übersetzt auch meistens frei mit Paradies. Und dieser Garn Eden, das sind ja dann die Bäume. Interessant, was für ein Bäumen gesprochen wird, eigentlich immer bloß, wird immer nur von Etz gesprochen. Mhm. Und dieses Etz ist eine augenblickliche Geburt. Baum, sag ich immer. Ja. Hast übrigens auch einen Rat geben. Mhm. Geist ist eben. Ja. Und das wird natürlich sehr, sehr viel, das weißt du, wenn man es lang genug studiert und ist mir so unheimlich, darum ist mir so unheimlich wichtig, dass man zuerst einmal begreift, was man selbst ist. Ja. Und das Ego ist unendlich hartnäckig. Immer wieder die Rechthaberei, andere Maßregeln wollen. In jeder Kleinigkeit sich über was aufregen. Permanent sich was ausdenken und meinen, das, was ich mir denke, mit dem habe ich nichts zu tun. Darum wiederhole ich die Sätze immer so arg. Mit wem soll dir denn eine Information, die du zu sehen bekommst, denn sonst was zu tun haben? Es ist doch deine Information. Es ist immer deine Information, die unterm Baum mit dir verbunden ist. Ob du an einen Krieg denkst oder an Hitler denkst. Klar. Ich habe ja hier in dem letzten Selbstgespräch kurz angesprochen, da wollte ich auch ein Update machen, festgemauert in der Erde. Ja. Das Lied von der Glocke. Jetzt haben wir Erden, heißt erweckte Urteile. Steht eine Form aus Lehm gebrannt? Ist nicht der Adam aus Lehm gemacht, der Mensch aus Lehm gemacht? Aus Erde? Aus erweckten Wissen? Immer die Worte, die Silbe, die ich mache, kann man jetzt nur Hebräisch schreiben, dann haben wir direkt die Antwort. Ja. Aber jetzt ist immer wieder so, ein Schiller, wusste der Schiller das, was er schreibt, was das bedeutet in der Vordersprache? Was ist der Schiller jetzt? Ja. Weißt du, wenn du das einmal verstanden hast, jeden Menschen, den du dir denkst, du Geist, ich unterhalte mich nur mit einem Geist, du denkst jetzt zum Beispiel den Udo aus, der Udo ist jetzt ein Gedanke von dir. Ein Gedanke, den du denkst, der ist immer nur in dem Moment, wo du es denkst und er ist genauso, wie du in dir denkst. Und wenn du an einen Menschen denkst, die Gedanken eines jeden Menschen, den du denkst, sind zuerst einmal deine Gedanken. Weil sobald du dir denkst, der hat ja dieses oder jenes gedacht, ist das, was der angeblich in der Vergangenheit gedacht hat, der Schiller, inklusive den Schiller selber, den du dir jetzt denkst, deine Gedanken. Absolut. Ein Gedanke von dir, den du dir ausdenkst, nimm mal den Gedanken Mensch, der kann nichts anders denken, wie du denkst, dass er denkt. Denk wieder an unsere Kiste. Wenn du dir unsere Kiste denkst, diese Kiste ist nur, wenn du sie denkst, besteht aus dem Material, was du jetzt denkst, aus was sie angeblich besteht, und in der Kiste kann nur das drin sein, was du dir reindenkst. Ganz genau. Und wenn du das verstanden hast, das ist tausendmal wichtiger, wie die Einstein-Formel oder die Lorentz-Kontraktion zu verstehen. Absolut. Auch alles, was der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, dir erzählt, sind deine Gedanken, weil das ein Selbstgespräch ist. Das musst du immer und immer wieder wiederholen, und jetzt ganz wichtig, du hast an deiner Bröselrolle nichts zu verändern. Du wirst entsetzt sein, was du für ein arroganter Rechthaber im Alltagsbewusstsein bist. Und das wird sich immer mehr nivellieren, und du wirst lernen, einfach mal die Fresse halten. Und dann sprudelt es und sprudelt es, und jetzt hüte dich dir jetzt dem Tierchen, das du zu sein glaubst, das du zu beobachten hast, das abzugewinnen, dann bist du nämlich schon wieder blindes Arschloch. Genau.
Was aber sehr hilfreich ist, wenn du deine Interessen verlagerst. Dass du irgendwann einmal feststellst, ich bin ein Hamster in einem Laufrad. Am besten einfach geschehen lassen. Selber die stoische Ruhe werden im Hintergrund, die totale Apathie, das nicht leidende Werden, das sich das Leid in der Welt anschaut, mit dem festen, felsenfesten Bewusstsein, dass ein Gedanke von mir selber ja eigentlich gar nicht leiden kann. Selbst wenn ich mir denke, dass er leidet, leidet er nicht. Genau. Wenn ich mir jetzt an Osterhasen denke, der auf einer Eisplatte ausrutscht, Osterhasen im Winter ist ja eigentlich schon unlogisch, aber wir machen das, wir sind ja freie Menschen, und er fällt auf die Schnauze und er schreit auf, ist mir klar, dass der Osterhase, den ich jetzt denke, dass der gar keine Schmerzen haben kann. Das war ja die schöne Geschichte mit den 4 Stufen der Vergessenheit. Genau. Mit dem schönen Bild, wo der Frau der Kopf runtergeschnitten wird. In Deutschland an und für sich gespart. Dinkelmännchen. Sobald ich mir einen Horrorfilm anschaue, schmunzle ich dabei. Genau. Aber ich glotze in beiden Fällen auf dem Monitor, dass ich immer wieder sage, es gibt keine falschen Bilder, keine gefakten Bilder. Nee. Das sind alles Interpretationen. Das setzt schon wieder voraus, dass ich davon ausgehe, dass da außen ständig eine Welt ist, auch wenn ich nicht dran denke. Und das als hundertprozentig sicher anzusehen, wie habe ich im letzten Selbstgespräch gesagt, dann gehst du zuerst einmal nochmal in die Schule. Ich unterhalte mich mit keinem geistlosen Idioten, der nicht einmal weiß, was 100% sicher bedeutet. Genau. In dem Moment darfst du dich mit keinen Wissenschaftler mehr unterhalten, mit keinen Gebildeten, keinen Politiker mehr unterhalten. Ja. Mit religiösen Menschen sowieso nicht und mit ESO-Spinner. Ja. Das sind Teilbereiche, wo die angeblich erkannt haben. Unser Thema mit der Lichtnahrung, wo ich gesagt habe. Es funktioniert hundertprozentig, wenn du es stochastisch denkst und du willst es machen, probier es aus. Wenn du es wirklich willst, dass du feststellst, du kannst ohne weitere 6 Monate oder länger überleben, ohne einen Bissen zu essen. Nur Wasser. Habe ich als Brüssel-Udo übrigens auch schon gemacht. Aber das bringt dich keinen Schritt weiter. Das heißt, wenn jetzt für dich wiederum welche auftauchen, egal ob in Filmen, die das behaupten von sich, oder real, soll ich die in seiner Welt, jeder Mensch, der träumt, hat eine eigene Welt, aber die Figur, die bei dir in Erscheinung tritt, ist nicht deine Welt. Ja. Jede Figur, die in dir auftaucht, ist in deiner Welt nur eine vergängliche Erscheinung. Das setzt ja schon wieder voraus, dass der, auch wenn du ihn nicht denkst, da außen ist und was nicht ist. Genau. Aber wenn du was nicht denkst, existiert es nochmal. Ich mache nochmal für den absoluten unverständlichen Geist, der du vielleicht noch bist, folgendes Beispiel. Wir denken uns jetzt einmal ein Redo aus. Das Pixelmännchen ist ja nicht der Redo. Der kleine Udo da unten ist auch nicht der Udo. Schau einfach, was jetzt da ist. Und jetzt, was natürlich ganz interessant ist, wenn du an deinen eigenen Körper denkst, der wird jetzt real und du gehst damit automatisch in die Vergessenheit, weil du sagst, der ist doch jetzt da. Dieser sinnlich wahrgenommene Körper, wenn du an deinen Körper denkst, ist genauso bloß eine Information wie der Redo und der Udo. Das ist natürlich jetzt, wir haben jetzt real 2 Pixelmännchen und einen sinnlich wahrgenommenen realen Körper. Wenn du der Redo bist, ist der Redo-Körper real. Und dann ist der, der jetzt dieses Gespräch sich anhört, in dieser Personifizierung gar nicht vorhanden. Weil da sind ein ganzer Haufen jetzt da, die wir uns denken können, die das anhören. Aber worum es mir geht, ich sage jetzt einmal einfach, der Redo denkt jetzt an die Diana. Wo war jetzt die ganze Zeit die Diana? Ja. Seine Lebensgefährte. Seine momentanen Lebensgefährte. Die war nicht da. Okay, jetzt kann man reinschauen. Jetzt muss man sich zuerst einmal die Frage stellen, habe ich in meinem Glaubensprogramm den Glauben, dass die Diana auch dann da außen rumläuft, wenn ich nicht dran denke? In dem Moment, du sollst das Programm nicht verändern, unser Sinn des Lebens ist dieses Programm, dein momentanes Ego-Programm zu durchschauen. In dem Moment, wo du das dir jetzt bewusst machst, einfach nur selbst ehrlich schauen, glaube ich das noch, gehe ich einmal davon aus, dass der Redo jetzt sagen kann, ja, das ist in meinem Programm noch drin, ist natürlich automatisch damit verbunden, mit diesem Glauben, dass die Diana jetzt da außen irgendwo rumläuft, dass die in dem Moment natürlich auch was erlebt, während du sie nicht denkst. Und dieser Glaube ist die Ursache, dass wenn hier und jetzt aus dem Nichts Diana wieder auftaucht, dass die komplett in den ganzen Reden auf dich den Eindruck macht, dass sie was erlebt hat. Die wird nämlich dir dann erzählen, was sie alles erlebt hat, während du sie nicht gedacht hast. Und somit schließt sich diese Tür der Logik so unendlich perfekt, göttlich erschaffen. Ja. Und die kann man ganz leicht aufmachen, wenn du immer im Jetzt bleibst. Das Programm wollen wir nicht verändern. Das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Und das gilt für alle Sachen. Kann ein Schiller, den wir uns nicht ausdenken, überhaupt Gedichte schreiben? In der Vergangenheit ist nie was passiert. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es gibt bloß hier und jetzt. Ja.
Und das zu akzeptieren, das scheidet den Geist von Nichtgeist. Wobei jetzt ausgedachter Geist natürlich noch kein Geist ist, aber das ist immer These, Antithese. Das Thema haben wir so oft durchgespielt. Und zu behaupten, das ist schwierig, es ist mit Sicherheit nicht schwieriger zu verstehen, wie unser schöner Pythagoras am Anfang des Beispiels. Bloß, dass das tausendmal wichtiger ist. Was nicht heißt, dass der Pythagoras nicht wichtig ist. Da sind wir wieder bei unseren systemrelevanten Parameter. Pythagoras ist nur wichtig für raumzeitliches Denken. Wobei das nicht einmal ganz stimmt, weil wenn ich jetzt die vier Stufen der Vergessenheit nehme, musste immer eins klar sein, dass die vier Stufen der Vergessenheit auch ein Thema ist, das ich zigfach angesprochen habe, aber ich mache mal nur die ersten zwei Stufen. Ich habe gesagt, wenn wir uns jetzt ganz abstrakt unseren Osterhasen denken, das ist eigentlich die Stufe des vollen Bewusstseins. Da ist mir klar, das, was ich jetzt denke, ist nur, weil ich es denke, und er wird das empfinden, was ich mir jetzt denke, obwohl er selber nichts empfindet. Ja. Jetzt machen wir die zweite Stufe. Wir machen aus dem Osterhasen eine Romanfigur. Ich bin ein Autor, ich schreibe eine Osterhasengeschichte, ein Märchen, wir können auch sagen, einen Krimi. Da gehst du eigentlich schon in die erste Stufe der Vergessenheit, weil du dir jetzt eine Figur ausdenkst, wo du definitiv jetzt diese vorgestellte Figur genau genommen eigentlich in eine Geschichte einbettest, wo sie was erlebt, obwohl du jetzt durchaus weißt, dass sie nichts erlebt. Ja. Interessant ist, ich muss jetzt weg von dem Autor zu dem Leser, der die Geschichten liest, der vergisst es eigentlich dann schon. Wenn er selber geschrieben hat, ist ihm das bewusst, aber wenn du einen Krimi liest, bist du da in der Regel ganz weit weg. Ja. Wir können das Schöne, wenn wir jetzt unseren Film draus machen, jetzt ist natürlich der Osterhase funktioniert nicht mehr, jetzt muss ich schon mir Menschen ausdenken. Wenn ich jetzt einen Film habe, weiß ich immer noch, immer jede Stufe führt dich weiter ins Vergessen. Ja. Aber was mir jetzt wichtig ist, ist diese Situation, wo der Kopf abgeschnitten wird. Da ist das Allerste hin. Du hast gemerkt, wie hier der Geist rebelliert, wenn du das siehst. Lässt man einen Horrorfilm laufen, passiert komischerweise nichts. Dann kommt plötzlich die Sache mit der Moral. Und ich will das und ich will das nicht. Dass all das, diese Gefühle, die ganze Moral, ist schon wieder ein Angebertum. Ja. Hier von Menschlichkeit reden. Ihr wisst ja gar nicht, du musst das doch mal wissen, was ein wirklicher Mensch ist. Genau. Weil dann kannst du nämlich auch moralisch werden, wenn das Krokodil die kleine Gazelle frisst. Du fängst schon wieder an zu sympathisieren. Genau. Und solange du mit irgendeiner einseitigen Logik sympathisierst, wie das Wort Sympathie so schön heißt, leidest du an dieser Einseitigkeit. Ja. Hör auf, mit irgendjemandem zu sympathisieren. Weder mit einer Sekte, noch mit einer Religion, noch mit einer naturwissenschaftlichen oder politischen Strömung, weil du wirst in dem Moment, wo du mit irgendeiner Einseitigkeit sympathisierst, sondern einseitigen, arroganten Recht haben. Genau. Und du leidest schon, wenn du dich über irgendwelche Deppen aufregst, die nicht deine Meinung haben. Und die Seiten sind komplett austauschbar. Ja. Das heißt, ich führe dich in deiner momentanen Traumwelt die unendliche Geistlosigkeit dieser Kreaturen vor, was letztendlich alles eigentlich dein eigener Geist sind, in Facetten, die sich selbst zum Affen machen. Ja. Die machen sich alle selbst zum Affen. Ja. Weil das ja angeblich bewiesen ist. Ja. Wenn du meinen Maßstab für Beweis anlegst, wirst du feststellen, dass 99,9999% alles von dem, was wissenschaftlich orientierte Tieraffen, Menschen glauben oder religiöse Menschen glauben, vom Tisch ist. Ja. Weil du feststellen wirst, dass all das, was du glaubst, nur mit der Meinheit bezeugen kannst. Genau. Und ich betone nochmal, es geht nicht darum, dass du das nicht denken darfst. Du solltest dir bloß bewusst machen, wer denkt es jetzt, wer ist es, wer das denkt und was sind meine Gedanken. Macht es eigentlich einen Sinn, sich über die eigenen Gedanken aufzuregen, dass die nicht stimmen? Da musst du wirklich dich über dich erheben. Darum geht es in Ich bin nur so unendlich einfach los, dass ich sage, beobachte dich einfach einmal selber. Ich nehme mir mal gerne als Beispiel diese Situation, du liegst arm im Bett, ich rede normal jetzt, du gehst ins Bett, du bist müde, du möchtest gern schlafen, du kannst nicht schlafen. Obwohl du es doch möchtest. Jetzt ist schon mal die Frage, wer ist es, der da schlafen will? Du schläfst doch zur Zeit. Genau. Wenn du weißt, wer du bist. Ja. Weil es gibt nur eine Möglichkeit, in dir Bilder zu erzeugen, was erleben zu können. Und es ist für einen bewussten Geist, ist es, dass er zum Träumen kommt. Genau. Das führt dich ja jetzt zu den Cholom. Ja. Was du das Spiel durch mit den hebräischen Namen. Cholom Melech. Melech Lechem.
Blechschirm, das genau. Ist, das ist all das ganze Zeug, baut sich hier jetzt auf, in sich selber, auf der Sprache, dass deine Welt, deine Fachleute, die du dir ausdenkst, nichts wissen. Du meinst, die wüssten was. Drum erscheinen die dir so, als wenn sie was wüssten. Aber ich habe so viele tausende Beispiele, wenn du unser Schwammbeispiel nimmst, was die rezitieren, ist immer nur rezitiertes Wissen. Absolut. Einfach nur rezitiertes Wissen. Mir fällt was Schönes zum Abschluss, ein schönes Beispiel ein, Redo. Ich mache jetzt wieder raumzeitliche Geschichte. Ich zapp im Fernsehen rum mit meiner Marion. Und dann ist hier eine schöne, da geht es um Geschmack, um Essen. Und das sind jetzt Deutsche, was nicht was für Sendung war, spielt auch keine Rolle. Die sind in Thailand. Und das Thema war, in Bezug auf den Dschungel fällt mir jetzt ein, Insekten essen. Wie schmecken Insekten? Und da hat natürlich der Deutsche einen Egel davor ohne Ende. Wenn man das ausprobiert in Thailand, die essen, die Kinder essen das wie die Chips. Diese großen Heuschrecken, die werden zum Beispiel frittiert, dann werden sie gewürzt wie Pommes frites und die sind wirklich köstlich. Wenn du mal zum Beispiel bei einem Scampi die Karkasse, das Chedin-Karkasse abgelutscht hat, wenn die gegrillt ist, das ist was Köstliches. Wenn du das zerkaust und runterschluckst, das sind ja nur Ballaststoffe. Da war dann ein Ernährungswissenschaftler, Dr. bla bla bla, der hat dann erklärt, dass Chedin ja eigentlich schwer verdaulich ist. Ich sage, das ist gar nicht verdaulich, weil das letzten Endes ist das eigentlich nur Ballaststoff, das kackst du raus, bis du gegessen hast. Wie kann er, aber Ballaststoffe sind ja gut für den Darm. Ich bleibe mal jetzt in der normalen Logik, also das war schon der erste Fehler. Und dann haben sie das natürlich gewürzt, dann haben die das gegessen und das sind, die den Egel überwinden, die sagen, das ist eigentlich gut. Ich jetzt mit einer eigenen Udo-Erfahrung muss dir sagen, nicht alle Käfer, die Zikaden sind überhaupt nicht gut, die Heuschrecken sind köstlich, die Milbwürmer auch, wenn sie gut gewürzt sind. Aber jetzt haben die den Spieß umdreht und haben dann hier deutsche Köstlichkeiten auf den Tisch hingelegt, zum Beispiel Klöße, Stücke Leberwurstbrot, wie so kleine Happen. Und wie die Thailänder darauf reagiert haben, und es war 80% war für die richtig entsetzlich. Was für uns ganz normales Essen ist, war für die genauso entsetzlich wie für uns europäisch oder für einen europäisch programmierten Menschen, der nicht tolerant ist, der nicht neugierig ist auf Neues. Die zum Beispiel Käfer eklig empfinden, obwohl die gar nicht eklig sind. Ja. Und jetzt ist es, ich sage, das hängt von deinem Programm ab. Und da kommt er, unser Doktor, Ernährungswissenschaftler, erklärt dann ganz toll wieder im Fernsehen, dass das an der genetischen Programmierung liegt, an der genetischen Programmierung. Und ich sage, das ist ein totaler Blödsinn. Wenn ich nämlich mein Beispiel, mein Schwammbeispiel nehme, sage ich immer wieder, du bist, wenn du auf die Welt kommst, wie ein kleiner Schwamm. Der Schwamm, der groß wird, verändert sich nicht in Maßsetzung des Inhalts. Das heißt, wenn man das Schwämmchen, jetzt machen wir natürlich wieder unser chronologisches, raumzeitliches Beispiel, egal in welchem Land, in welcher Kultur ich das groß werden lasse, du wirst, wenn du erwachsen bist, entweder ein Mann oder eine Frau sein, das bestimmt das Genetische, der Schwamm selber, und du wirst, wenn du in den Spiegel schaust, jetzt in unserem Beispiel genauso ausschauen, ich bleibe in dieser Logik, wie du, das ändert nichts an deinem Aussehen, wenn du in den Spiegel siehst. Es ändert aber alles an deiner Weltvorstellung. Du wirst an anderen Glauben, wenn man andere Sprache sprechen, du wirst andere Sachen als gut empfinden oder als schlecht empfinden. Das ist eben wiederum nicht, das ist der Schwamminhalt. Dieses Gut oder Schlecht, die Urteile, die du triffst, das macht dein Schwamminhalt. Ob es Rindfleisch heilig ist oder ob das köstlich ist, ob Schweinefleisch ein Dreckszeug ist, was Kinder ist zu essen oder ob es köstlich ist. Bestimmt nicht der Schwamm selber, sondern der Inhalt. Und der erklärt natürlich, der Herr Doktor, dass das daran liegt, dass die genetisch unterschiedlich sind. Die haben ein unterschiedliches genetisches Programm. Ich sage, pass auf, zu Marion, du Depp, in einem Selbstgespräch, wenn ich jetzt ein kleines Thailänder-Baby in Deutschland groß werden lasse, in einer Familie, und einen Deutschen in einer thailändischen Familie, wirst du feststellen, dass die denselben Geschmack haben wie die Eltern, wie die Kultur und das Umfeld. Mit der Genetik hat es überhaupt nichts zu tun. Ganz genau. Und das sind immer so Beispiele, umso wacher du wirst, umso mehr wirst du merken, was das für ein unendliches Gesetz ist, was du hier vorgesetzt bekommst von Fachleuten. Weil das reine Rezitiermaschinen sind, die in dir arbeiten. Das Einzige, ich versuche dich jetzt hier neugierig zu machen, dass du die Freiheit hast, die Sachen auch anders zu denken. Und dass du alles, was du anders denkst, letzten Endes auch mit deinem Glauben verwirklichen kannst, so wie du bis jetzt deinen Glauben verwirklicht hast, der überhaupt nicht dein Glaube ist. Der Schwamminhalt ist eine Anderung. Du konntest dir das überhaupt nicht raussuchen, was du zurzeit bist, was du glaubst. Deine ganzen Vorstellungen von richtig und verkehrt sind nicht von dir selbst.
Und das ist das, diese Worte kann eigentlich nur ein Geist verstehen. Ja. Was du dazu brauchst, ist Demut. Mhm. Hast du mal Demut, deine momentane Rolle zu spielen, so wie du sie zu spielen hast? Das kann ich nicht oft genug sagen. Ich bin in Holofeeling, geht es nicht darum, irgendwie jetzt dein momentanes Sein zu verändern. Die Veränderung bezieht sich auf das Wesentliche, auf den Geist, der mir jetzt zuhört. Der Erweckungsprozess verändert oberflächlich betrachtet im ersten Moment überhaupt nichts. Da habe ich genügend Beispiele. Denk an diesen, wenn ich sage, wir nehmen drei Menschen, die einen ganz unterschiedlichen tiefen Glauben haben. Der eine glaubt, der ist auf einer Scheibe, der andere glaubt, der ist auf einer Kugel und der andere glaubt jetzt als Trockennasenaffe, der befindet sich bloß als Traum in einem Traum. Er erlebt sich selber als Trockennasenaffe in einem Traum. Und wenn wir jetzt hier die meisten Sachen, banale Sachen, wenn wir uns jetzt unterhalten, funktioniert es mit allen drei Grundglauben. Genau. Weil wenn wir uns jetzt über das Kochen unterhalten oder über das Dampfen unterhalten, spielt es keine Rolle, ob du jetzt in deiner tiefen Schicht glaubst, du bist auf einer Scheibe, auf einer Kugel oder ob das bloß geträumt ist. Genau. Ja. Aber wenn du die tiefere Schicht veränderst, wirst du feststellen, dass sich die Möglichkeiten wirklich verändern. Du wirst, solange du glaubst, du bist auf einer Scheibe und ein sterblicher Trockennasenaffe, wirst du immer ums Überleben kämpfen und Angst haben vor dem Vergehen. Genau. Dasselbe passiert, wenn du glaubst, du bist auf einer Kugel. Wie sieht es aus, wenn du glaubst, du träumst jetzt? Ja. Da kannst sieht du schon anders aus. Ja. Ganz das heißt, genau. Du musst erst die tiefere Schicht verändern und dann abwarten, dass das langsam herauswächst. Ja. Okay, Redo. Jetzt schauen wir mal, wie es wird. Danke. Bis gleich. Ich danke dir. Was wäre ich ohne dich, sage ich immer wieder. Aber jetzt ist immer die große Frage, was wir mir zwei ohne den, der uns zwei jetzt ausdenkt, der sich dieses Video anhört. Ja. Um den geht's. Es geht nicht um irgendeinen Gedanken. Es geht nicht um den Redo. Es geht nicht um den Udo. Es sind deine Selbstgespräche. Es ist etwas, was in dir auftaucht. Das einfach in deinem Traum passiert. Aber erleben tust das bloß du. Nur der, der immer ist. Und nur an den richtet sich meine Botschaft. Genau. Bis gleich.